Addicted to Rock, die Radio Rock Show am Freitagabend. Wie immer live aus dem Addicted to Rock Bahnburger am Getreidemarkt 11. Und wie immer jede Woche auch eine österreichische Band bei uns zu Gast, die mit uns plaudert, die wir euch vorstellen dürfen. Und da freue ich mich heute sehr, dass der Sellout da ist. Und jetzt von mir der Stefan. Servus, grüß dich. Servus, hi. Stefan, der Sellout, erzähl mal ganz kurz nur, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr? Der Sellout ist eine Salzburger Band, die sich heute sehr geehrt fühlt, in Wien bei Addicted to Rock sein zu dürfen. Das ist ein Privileg für uns. Uns gibt es schon länger, seit 2011, aber wir haben jetzt seit kurzem eine neue Schiene für uns entdeckt. Wir sind ein bisschen milder geworden. Wir kommen eigentlich aus dem Punkrock aus dem Hardrock. Ja. Und wir sind jetzt ein bisschen milder geworden. Ja, man wird ja älter. Ne? Ein Zeichen des Alters, genau. Sehr fein. Aber ich bin in beiden Seiten. Also Hardrock, Punkrock und auch Rock. Ja? Rock, da kann man, ja. Da kann man immer daheim sein. Und ihr seid auch sehr viel unterwegs. 2011 gibt es euch schon. Ihr habt sehr viele Live-Konzerte, seid viel damit unterwegs und auch sehr erfolgreich. Ihr wart ja jetzt erst vor kurzem irgendwo. Genau. Wir haben letzten Freitag das Auftaktkonzert zu unserer Until Release Tour gespielt. Im Oval im Europark in Salzburg. Ausverkauft, wie man sagen. Wow. Darf. Ja, wir sind furchtbar stolz drauf. Zu Recht. Und hoffen, dass das jetzt so weitergeht. Ja. Ja, also was heute mal weitergeht, auf jeden Fall natürlich euer Auftritt im U4 dann nachher. Bei Addicted to Rock, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Und kommt ja auch dann noch weitere Auftritte. Also ihr habt jetzt, wie du gesagt hast, eben. Genau, wir spielen jetzt eine kleine Tour, die Auftakttour. Wir haben jetzt einmal drei Termine fixiert. Der Rest wird sich dann jetzt ergeben. Wir sind heute eben im U4 in Wien, was unglaublich ist. Ja. Wer darf im U4 spielen? Das wird sehr lustig. Und ich hoffe, es kommen einige Leute, ja, weil wir haben ja einen gewissen Anspruch, was wir wissen seit der letzten Woche. Und morgen sind wir in Salzburg in Seekirchen im Emailwerk und spielen dort auch weiter. Ja, genau. Das ist sehr schön. Heute nämlich das Auswärtsspiel im, wie du sagst, legendären U4, das ja wirklich auch eine Ehre ist, dass man dort einmal spielt. Ja, und dann wieder ein Heimspiel, was ja auch wieder schön ist, ne? Ja, wo man die eigenen Leute hat. Zu Hause spielen ist am schönsten. Also, daheim ist daheim. Ja. Ich komme furchtbar gern nach Wien, aber. Ja, klar. Nein, ich freue mich morgen auch schon wieder auf die Kirche. Kein Problem, also das sind, ist ja keiner böse, das verstehen wir sehr gut. Generell, ihr arbeitet ja auch mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammen. Ach ja. Wie wir dieses Projekt angestartet haben, war für uns klar, wir wollen den nächsten Schritt machen und ein Level höher gehen und haben mit großartigen Leuten zusammenarbeiten dürfen bei diesem neuen Projekt, und zwar mit MG Sound, mit dem Ludwig Koss und mit Martin Böhm, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Die haben ja ein wahnsinniges Studio, haben uns wahnsinnige Techniker zur Seite gestellt und uns freie Hand lassen bei dem, was wir dort machen. Und ich hoffe, es gefällt den Leuten, die das dann hören. Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen, weil ich ja schon ein bisschen bei euch reingehört habe. Und ihr habt ja vor allem das Konzept, das gefällt mir so gut, ihr bringt die Songs für Songs raus. Also nicht mehr auf den, sagen wir mal, altmodischen Zug mit, wir machen ein Album und vorher drei Singles. Nein, Song für Song kommt das raus. Und es ist auch genial, ihr habt ja auch schon einiges in Planung. Das stimmt. Song für Song deswegen, weil wir uns sehr unabhängig auch bei den Leuten, die mit uns arbeiten. Wir wollen es sehr unabhängig gestalten. Wir haben jetzt bei unserer jetzt vor kurzem erschienenen Single Until Verstärkung geholt mit der Lisa Rotlauer, alias Lisa, die dort unglaublichen Job geliefert hat. Und ich darf so viel sagen, wir waren schon wieder im Studio, waren schon wieder brav und haben auch dort wieder einen Support im Background. Das werden wir dann hoffentlich vielleicht irgendwann nochmal besprechen. Und ja, wir wollten einfach Song für Song arbeiten. Wir wollten uns diesen kreativen Prozess immer wieder offen lassen und immer wieder neu angehen und uns nicht komplett festlegen. Es ist einfach das der Zukunft. Und ja, der neue Song, Free, so viel darf ich sagen, ist schon aufgenommen. Wird im Februar voraussichtlich released. Cool. Und wir sind im Jänner schon wieder im Studio und nehmen schon wieder auf. Also, das ist ja ein Konzept, weißt du, dass du eine Band hast, wo du weißt, dass immer was Neues nachkommt. Ja, das ist ja immer in kontinuierlichen Abständen neuer Schub nach. Das heißt für euch Leute, The Sellout auf allen sozialen Medien und Kanälen und auf allen Webseiten suchen, finden, Musik anhören. Es kommt immer neuer Nachschub nach. Darauf könnt ihr euch freuen. Ihr könnt euch freuen, heute Abend im U4 The Sellout live zu sehen. Und ich sage einmal Danke, Stefan. B.
bitte. Für deinen sehr Besuch, gerne. Für dein Gespräch mit uns. Und jetzt für euch als kleiner Vorgeschmack auf heute Abend bei U4 Addicted Rock, The Sellout, jetzt hier mit Until.